Sie. Ja, ich denke, im Zweifel kommt jemand vom Licht rein und rückt sie wieder gerade. Ich glaube, sie sitzen ein bisschen anders, richtig, oder? Sind sie schlecht? Ich muss ein Stückchen hier rüber. So? Ja. So. Großes Stühlerücken beim MDR. Morgen eine Schlagzeile, bitte nicht. Das hat nur mit dem Licht zu tun. Nee, nee, das ist schon gut. Ein kluger Kopf hat mal gesagt, Neid sei die deutsche Form von Anerkennung. Ja. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist sicherlich was, was wir alle lernen müssen, nicht? Dass man sich auch in erster Linie, finde ich, immer über Erfolg von anderen Menschen auch freuen kann. Also ich merke es ja auch bei mir selber, dass es jetzt keine Grundeigenschaft ist, wie es bei den Amerikanern, die auch viele negative Seiten haben, aber die sich doch eher darüber freuen und sagen, was der kann, möchte ich auch, weil wenn der es kann, kann ich es auch. Und das ist auch was, was mir nicht in die Wiege gelegt ist, dass ich per se sage, wenn jemand anders was Tolles macht, dass ich mir das auch zutrauen würde, sondern eher denke, und das finde ich eine ganz tolle Eigenschaft. Also ich finde, wir alle Länder können auch voneinander viel lernen. Der Neid, der Ihnen entgegenschlägt, ist aber nicht so, dass er Sie manchmal in die Luft abdrückt oder Ihnen sagt, boah, diese Menschen. Das geht sicherlich jedem so, dass wenn man einen gewissen Erfolg mit manchen Sachen hat, dass das dann Leute dazu veranlasst, auch sehr kritisch mit einem umzugehen oder auch das schlecht zu finden oder neidisch zu sein. Aber das hält sich alles sehr in Grenzen und ich finde, dass wir müssen alle lernen, damit umzugehen und der Beruf bringt sowas mit sich. Das ist aber auch beim Zahnarzt oder beim Architekten nicht anders. Kann